Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind im Riva am Gardasee. Jetzt mal im Winter, es ist Dezember und wir machen so einen kleinen Rundumschwenk für euch. Es geht ein bisschen auf den Berg, ein bisschen durch die Stadt und ein bisschen auf die Christkindlmärkte. Wir nehmen euch einfach mit. Ah ja, und es geht in den See. Stimmt. Und zeigen euch von allem etwas. Hoffentlich gefällt es euch. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und schreibt uns was in die Kommentare. Das freut uns natürlich auch immer. Vanessa ist mit am Start. Das habt ihr jetzt sicher schon gesehen. Und mein kleiner Mann auch. Jetzt gibt es erstmal Frühstück mit Aussicht über den See. Kein Grund zum neidisch werden. Sieht gut aus, war es aber nicht. Anfang Mitte Dezember, so um den Nikolaus rum. Und ihr seht, auf den Bergspitzen liegt der Schnee. Für mich geht es jetzt zum Eisbaden. Deswegen habe ich schon blank gezogen. Meinem kleinen Spatz und der Vanessa hier. Dementsprechend ist es auch alles gar nicht so einfach. Aber umso spannender. Und ich glaube, der möchte mal Kameramann werden. Willst du Kameramann werden? Wir sind am Gardasee. Und schon im Urlaub. So, jetzt ist es soweit. Und das ist ja im Moment mega im Trend, das Eisbaden. Hier ist es ja immer relativ kalt. Jetzt ist es bitter kalt. Ja, Wassertemperatur lag bei 8 Grad. Richtige Atemtechnik ist wichtig. Jetzt machen wir mal die Vanessa ein Foto machen. Von vorne oder lieber von hinten? Jetzt gehen wir mal rein. Wichtig ist, tief durchatmen. Und nichts erzwingen heißt da ja immer. Aber gut, ich bin da schon so einiges gewohnt. Deswegen läuft. Es ist wirklich krass erfrischend. Und jetzt soll man sich einfach nur auf sich selbst konzentrieren. Und dann spürt man, wie sich alles im Körper einfach fokussiert. Und jetzt muss ich mal den Arm wechseln, damit der andere auch schön kühl wird. Weil es ist wirklich, wirklich ein krasses Erlebnis. Und ich kann euch nur empfehlen, das zu machen. Und für mich ganz klar, je geiler die Location, desto einfacher ist das Ganze. Und deswegen hier entsprechend einfach nur mega, mega gut. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die anderen beiden. Die haben nämlich schon Daunenjacken an. So ist es nicht. Ja, das Krasse ist, wir haben uns natürlich vorher schlau gemacht. Und da heißt es, es wird einem danach so richtig warm und genau das ist der Fall. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist richtig, richtig warm einfach und das fühlt sich mega geil an. Falls ihr das schon öfter gemacht habt, schreibt mir unbedingt mal, wie das für euch so ist und ob ihr da auch, also ich habe jetzt so ein Gefühl von, ah, geil. Seht ihr, wer genau da angerufen hat? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. Was mir passiert ist, ich fahre ja das alte Auto von meinem Papa im Winter, das ist ein Citroën. Und der hat schon immer eine Anhängerkupplung gehabt. Im Sommer ist er jetzt nicht so viel gefahren worden. Ein bisschen und auf jeden Fall habe ich die nicht gebraucht. Hole ich die Vanessa gestern am Bahnhof ab und will dann nachher den Anhänger draufschmeißen. Also die Anhängerkupplung, Fahrradträger. Und weg. Einfach weg. Komplett die ganze Halterung, die Aufnahme. Es ist alles weg. Es ist wie verhext. Ich musste mich extra noch bei Freunden rückversichern, dass ich nicht schon im Delirium bin und da wirklich eine drauf war. Haben das alle getan und jetzt sind wir wie Brieftauben unterwegs, zu Fuß. So ein Mist, alles hat zu, wir kriegen nicht mal Leihräder, ich hatte auch so Hollandräder gehofft. Aber gut, jetzt geht's halt zu Fuß nach Arco. Wir zeigen euch mal ein paar Christkindlmärkte am Gardasee und einfach das Flair im Dezember hier. Weiß ich nicht, schreibt mal, ob euch schon was Ähnliches passiert ist. Also ich komme mir vor wie im falschen Film. Juhu! Sieht voll gut aus. Pünktlich zur Dämmerung sind wir eingetroffen. Zu Fuß dauert das länger als gedacht. Aber hat gut geklappt, auch mit dem Kleinen auf der Schulter. Oh, und Vanessa droht. Jetzt sind wir am Christkindlmarkt in Arco angekommen. Hier sehen auch mega hübsch aus. Alles beleuchtet. Und hier werden gerade Oliven gegessen. Schaut mal jetzt schaut es da hinten aus wie ein Keks. Mega gut. Ah, jetzt sind wir in Riva auf dem Christkindlmarkt und der ist auch super schön. Im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik.
Und hier ist auch das Zuhause vom Weihnachtsmann. Wir sind bei den Rückenmark. Wohnt er hier? Ja. Schaut mal, da sind die Wände so angestrahlt, dass es ausschaut, als ob es schneien würde. Wie süß. Mama, komm mal da. Am nächsten Tag war dann eine grandiose Wanderung angesagt mit noch besserer Aussicht. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, hier weiterzuschauen. Ist euch was aufgefallen? Nur Vanessa schläft. Ich hatte nämlich nichts dabei, aber sie hat eine Jacke für mich eingesteckt und ein Wechsel-T-Shirt. Also mir geht's gut heute. Ja, immer noch das gleiche Problem, wir haben keine Räder dabei. Aber Hauptsache raus. Und dementsprechend geht's jetzt gerade zu Fuß für uns Richtung Santa Barbara Kapelle. Jetzt wird's steil. Aber es ist wirklich mega schön hier rauf. Und ich kann natürlich nicht sagen, was da im Sommer so los ist. Aber bis jetzt haben wir niemanden getroffen. Das macht es immer noch so richtig besonders. Und ihr seht, das ist ein bisschen seilversichert. Das ist der Freefall übrigens. Den sind wir im oberen Teil schon mit dem Fahrrad gefahren. Aber dann sind wir zu dem Turm abgebogen. Also hier sind wir nicht mehr runtergekommen. So 300 bis 400 Höhenmeter vor Riva teilen sich die Wege dann nochmal. Und dann haben wir eben den anderen genommen. Wieder rechts, wieder davon. Wie soll es doch anders sein? Ich wollte auch gerade sagen, es wäre schlimm, wenn es anders wäre, dann wäre ich beleidigt. Dafür ist die Vanessa in alles was, wie sagt man denn, Gymnastik? Ja, so Stütz halten, Handstand machen und sowas ist hier einfach besser. Schaut mal, der Ausblick. Jetzt geht's über die Druckleitung vom Kraftwerk drüber. Mega gut, ich find's einfach nur super. Ich schmenke euch mal auf die andere Seite. Ich glaube, dann habt ihr mehr Aussicht. Richtung See ist natürlich deutlich cooler. Das ist ja wirklich nur so eine kleine Wanderung, ca. 600 Höhenmeter. Und dafür kann sich das halt wirklich sehen lassen. Runter geht's auch wieder. Und dann den Weg weiter. Jetzt sind wir auf den größeren Weg abgebogen. Den sind wir damals mit dem Fahrrad gefahren. Kann ich euch mal unter das Video verlinken, den Blogbeitrag. Ich glaube, da gibt es sogar auch ein Video davon. Ich mal suchen. Und jetzt zu Fuß, aber auch wirklich super schön. Also ich bin da ja nicht so heikel. Ich liebe Radfahren. Aber manchmal ist zu Fuß auch gut. Und Hauptsache draußen halt. Das ist so das Allerwichtigste. Wenn man von unten auf den Berg schaut, dann möchte man nicht glauben, dass man hier überhaupt hochgehen oder gar radeln kann. Einfach nochmal ein paar Bilder vom Weg, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie es da genau raufgeht und vielleicht auch schauen könnt, ob das was für euch wäre. Holzsteg. Aber eben relativ breit. Und deswegen schön zu gehen. Und ihr seht, es sind auch schon mehrere Spuren da. Auch die Spuren der Radfahrer sieht man, wo die überall aufgesessen sind schon. Wow, schaut mal. Jetzt sind wir fast oben an der Kapelle. Und das ist die, wo voll im Schnee. Blick über den See, fette Wirtschaft, wie es ausschaut. Und vor uns Santa Barbara. Direkt dort war ich noch nie, nah dran, schon öfter. Und deswegen wird es jetzt umso besser, mal hinzukommen. Wir sind fast oben und hier sind so nette kleine Storndarmansel. Steinmännchen auch hoch da. Mega Blick runter nach Riva und hier unser Ziel Santa Barbara. Und die letzten Meter gehen nochmal über Stufen rauf und auch nochmal seilversichert. Was für ein Blick, wirklich für die paar Höhenmeter ein wahnsinniger Blick. Also wenn ihr keine Probleme mit so ein bisschen Trittsicherheit habt, dann würde ich ja schon fast sagen,
ein Muss für den Riva-Urlaub. Ja, oder ihr macht es natürlich über den Chimasat von oben runter. Da müsst ihr aber schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Wahnsinn. Ist schon sehr, sehr, sehr gut einfach. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hochkommen. La Chiesa di Santa Barbara. Das ist alles italienisch. Das erspare ich euch jetzt mal. Aber da lässt es sich ja viel googeln. Und hat vermutlich auch was mit dem Krieg zu tun. Weil hier natürlich wird alles vom Ersten Weltkrieg sein. Vermutlich. Und na, da steigt dann nochmal der Christkindlmarkt, denke ich. Glühwein und so. Für uns geht es wieder runter. Ja, ich mache so, wie ich radeln würde. Und hier haben wir schon beim Hochgehen gesehen, noch mehr Bikerspuren. Ja gut, wir sind nicht alleine unterwegs. So, jetzt sind wir hier bei dem alten Turm. Den Weg sind wir übrigens runtergeradelt dann damals. Sieht aber trotzdem, auch wenn man es schon mal gesehen hat, immer wieder mega gut aus. Und jetzt muss ich mich beeilen, weil da unten ist schon die Vanessa. Ihr seht es eh. Hui, hui, hui. So, nicht auf die Schnauze legen, sonst wird es peinlich. Ja. Kann man da rein? Ah nein, ist abgesperrt. Naja, zu gut gewesen. Aber man kann hin und wieder mal rein, glaube ich, weil es ist innen nochmal abgesichert. Ah doch. Ha. Come with me. Na, schon hilft manchmal. Wow. Oh. Oh gut, das ist ja riesig. Jetzt haben wir wieder was entdeckt. Wow. Jetzt schaut mal, was man von der Bastione aus für einen grandiosen Blick auf Riva und auch den See hat. Aber logisch, da wurde früher wahrscheinlich runtergeschossen. Das musste gut liegen. Runter geht's jetzt ab hier über den dicken, breiten Pfad. Sehr fein. Und unten wartet dann ja schon mein kleiner Spatz wieder. Deswegen müssen wir uns ein bisschen schleunen. Habt ihr übrigens schon meine neuen Ohrringe gesehen? Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk mit Schneeflocke, aber jetzt hängen gerade die Haare drin. Mies! Bald geschafft. Riva nähert sich schon. Nach dem Wandern geht's ab in den Pool. Und das mit dieser Aussicht. So sieht der Pool aus, Infinity-mäßig. Mega schön und noch ist niemand da. Ah! Und damit soll es das wieder gewesen sein von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir euch ein bisschen mitgenommen haben. Und vielleicht ist diese Wanderung ja auch tatsächlich was für den einen oder anderen von euch. Lasst einen Daumen hoch!